Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Katrin von @Katrin und ich werde euch heute wieder in die wunderbare Welt der Düfte entführen. Und wenn ich dieses Säckchen hochhalte, wisst ihr, was die Stunde geschlagen hat? Wir spielen eine neue Runde Parfum-Bingo. Für all diejenigen, die das letzte Video dazu nicht gesehen haben, erkläre ich es nochmal kurz. Ich habe alle Düfte in meiner Sammlung durchnummeriert, habe die Nummern in dieses Säckchen gepackt und werde gleich vier ziehen. Dann gibt es eine kleine Speed-Review. Was ist das für ein Duft? Warum besitze ich ihn? Warum trage ich ihn? Warum trage ich ihn vielleicht gerade nicht so sehr? Ja, also ich möchte auch die Düfte ins Spotlight treten lassen, die hier nicht so oft stattfinden auf dem Kanal, die thematisch bisher vielleicht noch in keinem Video so richtig gepasst haben. Und dann kommt der sportliche Aspekt. Ich werde nämlich die ersten beiden Düfte auf dem einen Handgelenk layern und die zweiten Düfte, den dritten und den vierten, auf dem anderen. Ist insofern spannend, weil ich keine Ahnung habe, was gleich kommt. Das letzte Video, was das Layering anging, war sehr erfolgreich. Das waren richtige Knaller-Kombis. Ich verlinke euch das unten. Ich glaube aber, dass das nicht lange gut gehen wird. Ich glaube, dass da irgendwann auch so ganz fürchterliche Sachen bei rumkommen. Warum mache ich das? Ich werde immer wieder gefragt nach Layering und Layering-Kombos und ich bin wahnsinnig faul, was das Kombinieren von Düften angeht. Ich bin da total uninspiriert. Und fand diese kleine Challenge ganz nett und sie kam auch bei euch gut an. Von daher legen wir jetzt mal los. Bin gespannt, was das jetzt abgibt. Duft Nummer 1. Ich ziehe erstmal die Nummern. Wir gucken dann gemeinsam, was sich dahinter verbirgt. Das ist die 49. Das ist die 4. Ist wichtig, dass ich die Reihenfolge jetzt einhalte fürs Layering später. Das ist die 26. Und das ist die 5. Ich werde mal gucken, was sich dahinter verbirgt. Moment. Okay, das wird spannend, glaube ich. Letztes Mal kamen die Düfte jeweils aus der ähnlichen Duftfamilie und hatten auch ähnliche Duftnoten, sodass ich mir von vornherein schon gedacht habe, okay, das wird eine gemachte Wiesen. Das hat sich dann auch als richtig gute Kombi rausgestellt in beiden Fällen. Wird spannend. Hinter der Nummer 49 verbirgt sich Body von Burberry. Ist ein Drogeriefund aus dem letzten Jahr, nicht von mir, das war ein Tipp aus der Community. Da hat mir jemand einen sehr schönen Schwank erzählt aus ihrem Leben, wo sie diesen Duft getragen hatte. Das hat mich so neugierig gemacht, dass ich mal die Nase dran gehalten habe. Und ich sagen muss, dass ich sehr froh darüber bin. Das ist ein Duft, der wäre mir normalerweise niemals aufgefallen. Er ist leider ein bisschen flüchtig, also das ist einer der Düfte, wo ich mir eine höhere Haltbarkeit wünschen würde. Aber den schleppe ich auch mit mir rum. Also der enthält, ich lese euch das mal vor, Pfirsich, Wurmholz, Fresie, dann Rose, Sandelholz und Iris, Moschus, Kaschmirholz, Vanille und Amber. Also die gängigen Noten in Damendüften, die irgendwie gefällig sind und eigentlich allen gefallen. Der Pfirsich macht das Ganze so ein bisschen frisch im Auftakt. Und dann sind es eigentlich, ja, ich würde es als weiße Blüten bezeichnen. Ein bisschen pudrig, halt diese leichte Fruchtigkeit durch den Pfirsich mit einer sehr schönen, angenehmen, weiblich eleganten, aber auch leichten Basis. Das ist ein Duft, den ich vor allem jetzt im Frühling, Sommer wieder verstärkt tragen werde. Und ich finde ihn unglaublich gut. Also, wenn ihr sowas mögt, also so Düfte, die ein bisschen fruchtiger sind als J'adore, also so bei diesem pudrig weiße Blüten, da denkt man ja häufig so an frisch geduscht und irgendwie Shampoo-Duft wie eben J'adore, der ja die teflonartige Projektionsfläche schlechthin in Sachen weiße Blüten generisch gefällig und unauffällig ist, um es jetzt mal so ganz gehässig auszudrücken, ist der hier noch so ein bisschen aufgeweckter. Bisschen frischer, bisschen fruchtiger. Sehr, sehr schön und würde ich zum Beispiel J'adore in den allermeisten Fällen vorziehen, auch wenn J'adore besser hält, muss ich fairerweise sagen. Den werden wir gleich mit einem Duft kombinieren, den man ebenfalls in der Drogerie kaufen kann und der, ich sag mal so, aus einer sehr ähnlichen Ecke stammt, aber deutlich älter ist. Und zwar mit meiner Nummer 4, Eternity von Calvin Klein. Auch das war ein Duft, den ich viele, viele, viele Jahre nicht mehr gerochen habe, der überhaupt nicht mehr präsent war in meiner Erinnerung.
der mir aber in der Community immer wieder aufgefallen ist. Also durch Berichte von euch und ich dann doch mal die Nase dran gehalten habe und festgestellt habe, das ist eigentlich ein Duft, den muss man haben. Zum einen, weil es ein Klassiker ist. Ja, der kam, glaube ich, meine ich auch in meinem 90er-Video vor. Da habe ich ihn auch zumindest erwähnt. Da ist er nämlich erschienen. Ist kein Duft, den ich jeden Tag tragen wollen würde. Also er enthält grüne Noten. Da bleibt Calvin Klein vage. Auch wieder Fresie, Salbei. Das gibt diesen ganz, ganz leicht krautigen Twist, aber sehr harmlos. Also wir haben ja jetzt heutzutage auch Salbei in anderen Düften, sowohl in Nische als auch im Designerbereich. Da ist der Salbei halt auch Salbei. Das riecht man richtig raus. Das ist hier ganz zahm. Ja? Aber es ist da. Zitrusnoten, auch hier wird es eher vage, Mandarine. Dann kommt Nelke, Lilie, Maiglöckchen, Narzisse, Ringelblume, Veilchen, Rosé-Jasmin. Also so ziemlich alles, was das Blumenbeet so hergibt. Und dann Moschus, Sandelholz, Amber, Patchouli und Heliotrop. Patchouli nimmt man so einen Hauch wahr. Das hat ja so was leicht grün-erdiges. Also ne, das nimmt man häufig für eine Basis, um die nochmal so ein bisschen zu vertiefen, auch um die Haltbarkeit zu verbessern. Also Patchouli ist in der Duftwelt so ein Fixateur. Ist, also wenn ich die beiden jetzt direkt vergleiche, könnte man den fast als Unisex-Version des Body bezeichnen. Die sprechen eine ähnliche Sprache, aber einen anderen Dialekt. Kann man das so sagen? Ja, die beiden werde ich gleich kombinieren. Da bin ich gespannt drauf. Das könnte funktionieren, glaube ich. Ja, die zweite Paarung, die ist ein bisschen diverser, würde ich mal behaupten. Meine Nummer 26 ist Bottega Veneta von Bottega Veneta. Ein, wie ich finde, sehr, sehr schöner, sehr verkannter Duft. Er steht auch in meiner Parfümerie ganz, ganz unten. Man muss sich bücken. Es ist ein Lederduft. Es ist ein femininer Lederduft, also mit einer schönen, zarten, weichen, hellen Ledernote. Ich muss gerade mal kurz gucken, was da noch so drin ist. Das kann ich mir nicht alles merken. Rosa Pfeffer und Bergamott finde ich ja total super in Düften. Dann Jasmin und in der Basis eben Leder, Eichenmoos und Patchouli. Auch hier Patchouli. Und das ist so, wie soll ich das beschreiben? Wie gesagt, ein sehr weiches, sehr, sehr helles Leder. Ja, so denkt an Jaguar mit ganz, ganz hellen Lederbezügen. Mit einem Hauch vom Eichenmoos, also dieses krautig, auch fast schon pudrige, das kommt vielleicht auch in der Kombination mit diesem rosa Pfeffer. Das ist einer meiner Düfte, die ich tatsächlich viel zu selten trage, wo ich sage, den müsste ich öfter tragen, weil er einfach so gut ist und so verkannt ist. Ich kenne ein paar Leute, die ihn tragen und die mit mir diese Meinung auch teilen, die auch sagen, ich verstehe nicht, warum dieser Duft nicht viel mehr besprochen wird. Der ist richtig, richtig schön, kommt aus der Designer-Ecke, Bottega Veneta, seines Zeichens auch Designer, könnte aber auch Nische sein. Also der ist schon fast ein bisschen gewagt für Designer. Der ist nicht gefällig, aber absolut tragbar. Und den kombinieren wir gleich mit meiner Nummer 5. Die da wäre Ange ou Demon von Givenchy. Ja, da bin ich jetzt gespannt, was das abgibt, denn die beiden Düfte unterscheiden sich doch sehr. Ich muss hier wieder den Zettel suchen mit meinen Aufzeichnungen. Kam, glaube ich, auch in meinem Wednesday-Video vor. Bestimmt, weil er Lilie enthält. Er enthält aber neben Lilie auch Safran, Thymian, Mandarine, Lilie, Ylang-Ylang, Orchidee und in der Basis Vanille, Tonka, brasilianisches Rosenholz und Eichenmoos. Ach, guck an. Das ist ja ulkig. Ja, klappt das ja doch besser als gedacht. Ange ou Demon. Duft, den habe ich schon sehr lange. Ist ein Duft, auf den ich Lust haben muss, weil er eben nach Lilie riecht. Das ist so ein bisschen, das ist so einer dieser Düfte, wo ich immer sage, sexy Friedhof.
liegt daran, dass man bei uns Lilie ja so ein bisschen als Totenblume bezeichnet. Lilie ist so diese klassische Blume für Beerdigung. Ich finde Lilie total super. Leider reagiere ich auf echte Lilien. Also wenn in meiner näheren Umgebung Liliensträuße stehen, und ja, das tun sie manchmal auch, ohne dass jemand gestorben ist, zum Glück, und die so richtig in voller Blüte stehen, dann machen meine Atemwege zu. Ähnlich wie jetzt im Frühjahr durch den Heuschnupfen. Also Lilie und ich in Reinform sind wir leider rein körperlich, pathologisch keine guten Freunde. Aber ich mag die Duftnote und das funktioniert für mich zum Glück. Also die synthetische Lilie geht offensichtlich, aber ich muss in Stimmung sein. Wenn ich aber in Stimmung bin, ja, also wenn ich so ein bisschen düsterer unterwegs bin und ein bisschen sinnlicher erscheinen möchte, dann Ange ou Démon. Also wenn ich so quasi den sexy Vampir auf dem Friedhof raushängen lassen möchte. Wer es glaubt, dann Ange ou Démon von Givenchy. Das wird eine interessante Kombi. Wir machen das wie folgt. Ich sprühe die jetzt auf, damit ihr jetzt nicht 10 Minuten dabei zusehen könnt, wie ich mein Handgelenk inhaliere. Gebe ich dem Ganzen dann ein paar Minuten und komme dann wieder. Die Gefahr dabei ist natürlich, dass ich jetzt hier eine chemische Waffe entwickle und das ganz, ganz furchtbar ist und ich es dann nicht vom Handgelenk kriege und den ganzen Abend ertragen muss. Aber take one for the team. Ja, das gönnen wir uns jetzt mal oder ich mir viel mehr. Also, wir sprechen uns gleich. So. Meine erste Duftkombi zwischen Body von Burberry und Eternity von Calvin Klein ist so ein bisschen wie füreinander gemacht. Ich habe die beiden Düfte aufgesprüht und sie sind sofort eine Melange eingegangen. Manchmal entwickeln sich dann ja so völlig andere Dinge oder man nimmt Noten mehr wahr oder anders wahr. Und hier ist es einfach die perfekte, ausbalancierte Mischung zwischen Body von Burberry und Eternity von Calvin Klein. Man riecht total, welche Eltern da zusammengekommen sind. Aber da eckt nichts an, da ist nichts irgendwie jetzt anders oder. Also, das passt so perfekt zusammen, dass es schon fast langweilig ist. Ich sag's mal so. Also, man würde jetzt nicht denken, dass ich zwei unterschiedliche Düfte trage, glaube ich, wenn man das riecht. Auch eine Erkenntnis. Wohingegen die zweite Kombination aus Bottega Veneta und Ange ou Démon von Givenchy eine Hausnummer ist. Ich kann das gar nicht benennen. Also, es ist ja in beiden Eichenmoos enthalten. In dem einen Bergamott, in dem anderen Mandarine, ne? Also wir bewegen uns da in ähnlichen Gefilden. Dann haben wir rosa Pfeffer gegenüber Safran und Thymian. Dann Jasmin gegenüber Lilie, Ylang Ylang und Orchidee. Und in der Basis eben Vanille und Rosenholz gegenüber Leder und Patchouli. Und das ist eine Mischung. Das hat ja schon fast so was Vintage-artiges, im guten Sinne. Ja, es ist jetzt nicht irgendwie plüschig, puffig, Vintage-mäßig, sondern das Leder ist wahrzunehmen, aber deutlich süßer, witzigerweise. Ich weiß nicht, ob das an der Lilie liegt oder an dem Ylang Ylang, aber vielleicht auch an der Vanille, wobei Ange Eau de Mont eigentlich ein Duft ist, den ich jetzt per se nicht als sehr vanilligen Duft bezeichnen würde. Also das ist kein süßer Duft. Da steht tatsächlich die Blume im Vordergrund. Aber das Leder wird hier schon fast gourmandartig. Es riecht so ein bisschen wie sehr teure französische Patisserie neben einer mindestens ebenso teuren, luxuriösen französischen Handtasche. Also während das hier wirklich gefällig ist und schon fast langweilig, weil es einfach so perfekt harmoniert, hat das hier so ein Huch. Aber auch das passt. Also es sind halt zwei Duftnoten, die da kollidieren, die man mögen muss. Der Rest ist ja relativ gefällig, kennt man aus anderen Düften, aber Leder ist halt immer so eine Sache. Und auch Lilie ist halt immer so eine Sache. Eichenmoos ist ja eine Note, die man eher so aus männlich
definierten Düften kennt, macht das Ganze aber spannend. Also das ist so ein bisschen wie wenn ihr an La Rhapsodie Noire von Dusita denkt. Das ist ja so ein Gourmand mit einer richtig heftigen Fougère-Note, ja, mit Lavendel und Salbei im Auftakt. Dann ist das fast so ähnlich. Also das ist holzig, ein bisschen krautig, sicherlich auch durch den Thymian, ne, und das Eichenmoos. Und dann eben diese ledrige Süße. Total spannend. Also wer Bottega Veneta zu Hause hat, sollte mal Ange au Demon von Givenchy draufhauen. Wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob es den noch offiziell gibt oder ob der gerade abverkauft wird. Auch da habe ich irgendwie mal Leuten hören, dass der irgendwie aus dem Sortiment geht. Wenn ihr, wie ich, das Glück habt, beide zu besitzen, probiert das mal aus. Das ist eine sehr, sehr interessante Mischung. Die funktioniert und die einen völlig neuen Duft kreiert. Im Gegensatz zu dem anderen eben. Das ist das, was ich meine. Ja, also ich bin happy, dass auch das Duftexperiment ganz gut gelungen ist. Ja. Also das sind jetzt nicht zwei Düfte, wo ich sagen würde, die muss ich mir morgen sofort beide gleichzeitig auftragen und mein Umfeld damit beglücken, weil ich denke, das ist schon eine Nummer, aber das ist auf jeden Fall was für abends, für so ein Lederoutfit, ja, Lederjacke oder so, oder Lederhose. Da kann Bottega Veneta alleine schon gut funktionieren, da kann auch Ange au Demon gut funktionieren, aber in Kombination ist das richtig gut. Ja, das war meine zweite Runde Parfum-Bingo. Ihr habt Düfte kennengelernt, tatsächlich, die ich nicht so oft bespreche auf dem Kanal. Die haben alle schon mal irgendwie stattgefunden. Aber es ist für mich eben auch ganz spannend, die immer mal wieder rauszuholen, nochmal neu zu entdecken und vor allem zu kombinieren. Das ist ja der Fun-Faktor an der ganzen Sache. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar, ob ihr diese Düfte kennt, ob ihr sie vielleicht auch schon mal ausprobiert habt, ob ihr in letzter Zeit irgendwie eine neue Layering-Kombi rausgefunden habt, die ihr richtig gut findet oder die so voll in die Hose gegangen ist. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.